Hallo zusammen, heute wechseln wir eine Batterie aus. Wir nehmen die Bleibatterien raus und setzen dafür eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie ein. Die Eisenphosphat-Batterie, die setzen wir jetzt hier oben rein, fahren hier mit dem Stapler runter. Das Thema hier ist nicht mal das mit dem Stapler reinheben, aber wenn er gerade hier steht, geht das im Gleichen. Ursprünglich war hier zwei Bleibatterien drin. Dieser Transcooler ist von 2017, ist also ein autonomer Transportbehälter. Wir haben eine Stromversorgung oben drin, wir haben Ladetechnik, wir haben einen Sender drin, dass wir wissen, wo er ist, wie es ihm geht, Batterie, Temperatur, Position und so weiter. Das ist ein Sender von Euroscan. Die neue Batterie, die hat ein Gewicht von 25 Kilo, das könnte man reinheben. Aber diese zwei Batterien, die da drin waren, das sind AGM-Batterien von Banner. Und diese Batterien, die haben ein Gewicht von 160 Kilo. Klar könnt ihr jetzt hier die Paletten wegrechnen, dann sind wir immer noch bei 155. Und jetzt haben wir hier ein Gewicht von 24,5 Kilo. Ich kann jetzt natürlich sagen, ich habe hier nur 200 Amperestunden Kapazität. Bei den alten Bleibatterien waren es 2x 280 Stunden Kapazität. Nur bei den Bleibatterien, da kann ich schon mal die Hälfte wegrechnen, dann sind wir noch bei 280. Und dann mit der Zeit verlieren wir auch an Kapazität viel mehr als bei Lithium. Das Anforderungsprofil jetzt bei den Behältern sind reduziert worden von 48 Stunden auf 36 Stunden Autonomität. Das heißt, ich komme hier mit 200 Amperestunden Lithium-Batterien zurecht, auch über längere Zeit. Da fehlt uns effektiv die Erfahrung, wie lange hält solch eine Batterie, wie lange hält die Kapazität der Batterie. Aber ich denke, wir haben hier langfristig gesehen mehr Kapazität wie bei der Bleibatterieversion. Nur eingebaut wurden die 2016, 2017. Das sind jetzt 7 Jahre her. Die Behälter sind, ich sag mal, fast täglich im Einsatz im Bahnbetrieb, auf Bergbahnen, die dann Ware in die Restaurants oder einfach Ware transportieren. Ich will mich da jetzt nicht genau äußern. Und vom Preis her, diese zwei Bleibatterien, die waren damals teurer wie heute eine 200 Amperestunden Lithiumbatterie. Die Batterie liegt jetzt bei 1500 Schweizer Franken mit Bluetooth, dass man mit dem Handy schauen kann, was das Ding kann. Nur wir haben ja die Überwachung drin, wir haben die Spannungsanzeige und so weiter, das ist da. Wir haben auch die Erfahrung. Und mit 1300 Franken ist diese Batterie ohne Bluetooth. Das heißt, ich kann über das Bluetooth nicht die Spannung abfahren. Aber meistens habe ich, und andere Sachen, Strom und so weiter, habe ich aber einen Shunt drin oder nur ein Voltmeter, dann brauche ich für die 200 Euro diesen oder Franken diesen Bluetooth nicht. Früher hatte man eine Bleibatterie, die war Strom drin bis leer, und ohne Bluetooth habe ich nur Strom drin bis leer. Ja, das sind die Behälter. Wenn ihr Fragen habt zu Batterien, die haben wir am Lager. Behälter, das ist so ein anderes Thema.
aber hier habe ich 500 Liter autonomes Transportvolumen. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.